weiss, zuerst suche ich mir Farben aus, einen Farbklang. Das will ich machen. Und dann fange ich an und dann schaue ich, was es gibt. Du musst immer wieder neu schauen. Ein Strich, dann ist das Bild wieder anders. Und, ja. Und dann schaue ich, was entsteht. Und auch mit den verschiedenen Techniken entsteht natürlich viel Zufälliges. Dann. Und das muss man dann am Schluss zusammenfassen. Und zum Bild machen. Dann wird es zum Bild. Und dann erscheint die Idee vom Bild. Das, was dahinter ist. Schon eine Vorstellung zum Voraus. So mache ich es nicht, das ist nicht mein Vorgehen. Kandinsky hat das gemacht, der hat alles ganz genau in Skizze gemacht, hat es übertragen. Das, ja. Jetzt. Was wir da im Sinn haben, ist Filz und der Gips. Das hebt dann zusammen miteinander und das verbindet sich. Und dann gibt es so ein Ziel, wäre eben so eine Platte da, wie die. So eine Gipsplatte, hinten sieht man den Filz, vorne der Gips. Und das ist dann hart und ist kratzbar. Jetzt muss ich aber zuerst den Filz schneiden. Ja. Das ist Wollfilz, 2 mm, den ich von der Filzfabrik beziehe. In Bewerb, nein, Gestein. Die machen das, gibt es fast nie mehr. Also, dann machen wir mal den Gips an. Und das müssen wir wegmachen, sonst geht das kaputt. Machen wir mal den Gips an. Und den Gips müssen wir einfach schauen. So lange rein, bis sich eine Insel bildet, die nicht absucht. Und dann ist es gut. Das ist so eine Gefühlssache. Es gibt natürlich genau Jakob, aber das mache ich immer so. Nicht groß rühren, das ist nicht nötig. Der verbraucht ziemlich viel. Also. So. Jetzt mal schauen, ob es schon genug ist. An was siehst du das, ob es genug ist? Ja, das ist ein bisschen eine Erfahrungssache. Wenn es Insel, wenn es jetzt das da oben bleibt, jetzt sucht es immer noch ab, oder? Mhm. Und das ist noch zu wenig. Jetzt rühre ich mal ein bisschen um. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen. Es ist jetzt relativ viel Gips, da muss ich einiges rutschiessen. Aber ich denke lieber zu viel als zu wenig. Weil nochmal nachgibt es, ist schwierig. Gut, jetzt ist er gut. Jetzt, also gut ist er noch nicht. Jetzt muss ein bisschen ziehen. Es geht jetzt vielleicht 5 Minuten. Das lassen wir jetzt schön ein bisschen rumrühren und dann lassen wir das. Und dann geht es los mit Gipsen. So machen wir das. So. Jetzt würde ich sagen, warten wir einen Moment. Und dann machen wir weiter. Das ist jetzt Mordsil-Gips. Wenn du noch ein bisschen Gips brauchst, kannst du gerne reinnehmen. Machen wir weiter. He? Jetzt gehen wir schauen. Jetzt machen wir das da drauf. Der Filz ist eben sehr fettig. Und dann perlt er so ein bisschen ab. Aber das geht nicht lange, dann zieht er sie. Jetzt ist es gut, die Konsistenz ist gut. Dann haben wir hier so, dass mal, dass es feucht wird. Ich habe es auch schon mal vorher gefeuchtet und dann hat es fast nicht getrocknet. Das ist, mache ich nicht. Macht so seine Erfahrungen. Und jetzt hat der Gips hier auch durchaus über den Rand aus. Das ist sogar erwünscht. Da tun wir dann noch da gleichen am Schluss. Gut, Moment. So. Du einfach mal alles abdecken. Das ganze Teil da. So. Da.
So, jetzt ist das einmal nass da. Jetzt ist es hier schon ein bisschen dick geworden, macht nichts. Pass auf die Kleider auf, gell? So. Jetzt, ich weiß nicht, wenn wir da mal Gott jetzt noch einen Moment. Das Ziel ist, dass der Gips dann am Schluss glatt ist. Möglichst glatt, er hat dann gleich noch Rümpf. Aber man muss nicht Rümpf jetzt bewusst reinmachen. Da ist man immer ein bisschen unfrei dann im fertigen Produkt, wenn man da schon eine Vorgabe hat, wenn man es will gestalten. Also ich mache das nicht so. Vielleicht ein bisschen. So, jetzt machen wir hier die Ränder. Die können ruhig ein bisschen ausgefranst sein. Das spielt keine Rolle. Halt länger oder kürzer. Und dann kann man das gut ablösen mit einem Messer unten. Darum habe ich das so auf Plastik gemacht, weil auf Holz oder so ist es dann schwieriger. Also, in dem Sinn lassen wir das einmal, da sehe ich gerade noch ein paar Fauxpasta. Ja, es hört fast nicht auf, wenn du anfängst. Da ist immer wieder Rümpf, wo du siehst. Aber, naja. Und die, das ist ein bisschen grossflächig. Mache jetzt da Flächen nicht auf. Das wird dann noch ganz anders, oder? Ja, mal ein bisschen grosszügig. So, machen wir das. Blau. Das nimmt nicht so recht auf, der Leinwand, komischerweise. Ja. So, gut, schau. Macht auch nicht, wenn es eine Struktur hat. Jetzt machen wir hier drei Farben. Also blau, haben wir gesagt, gelb und was hast du gesagt? Gelb. Ja. So. Machen wir hier. Jetzt brauche ich. Nehme ich. Das da. Das. Indisch gelb. Jetzt muss ich erst den Pinsel auswaschen. So. Das ist sehr dunkel, das ist ja. Und jetzt wieder der da. Jetzt gibt es da so einen Olive-Green, da ist es da. So. Das ist Baumwolltuch und die Farben sind Acrylfarben. Und ja, relativ dünn habe ich sie jetzt aufgetragen, außer die Farbe, die ist recht kräftig da. Macht aber nicht das. So. Jetzt gehe ich hier nochmal mit Gel neu drüber. Und dann lasse ich das Weiss da. Das lasse ich Weiss. Ich habe mich jetzt gerade entschieden, ich finde das noch gut, wenn das weiß ist. Da ist das Gelb wird langsam grün. Da. Ja, ja, du. Ja, machen wir sie so. Schon mal jemand gekommen,
und hat den Boden fotografiert. Hat das toll gefunden. So, jetzt müssen wir mit dem Blau noch halt, das ist nicht das. Mit dem Blau noch, mit dem Hell, dem Ultramarin, da noch ein bisschen stärker. So, und das machen wir auch so. Das ist jetzt ein bisschen Gemisch. So. So. Ja, ein bisschen abnehmen in der Farbe. Es gibt auch noch eine lustige Struktur. Also nicht das Muster, das will ich nicht. Das ist auf der Rolle. So, dann, so. 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 Und das da. So. So. Nein, das ist mir zu neuig. Machen wir da wieder drüber. Manchmal kann man auch mit den Händen etwas machen. Aber ich brauche es jetzt gerade so. So. Das ist jetzt die Grundierung vom Bild, also mal die Ausgangslage, oder? Wenn es dann nachher kommt, dann müssen wir warten, bis es trocken ist jetzt. Ich es ein so, das ist ein schönes Gelder. Ja, das ist gut. So. Retrol gehen wäre etwas, aber auch etwas, was nicht im Farbkreis ist, vielleicht fast ein Weiss oder Ecru, so etwas wäre noch gut. Nur jetzt nicht zu schnell dunkel, aber nehmen wir Ecru. So, jetzt einfüllen. Ja, das ist jetzt noch gut. Und da hat der Vorteil, dass er sich auflöst im Wasser, also das versprenkelt richtig gehend. Und das ist das, was man will, oder was ich will. So, ja, müssen wir warten. Das ist jetzt schade, das kann man jetzt hier eigentlich wegnehmen. Ich habe da so eine Tortenschaufel. So. Da drunter fahren. So. So. Voilà. Und jetzt nicht da. Also wenn das bricht, macht das überhaupt nichts. Das sieht man nachher gleich nicht. Das ist schwierig. So ist doch dick geworden. Mal schauen. Jetzt kann ich
könnte man das eigentlich im Prinzip schon weg tun. Aber es ist etwas schwierig, gerade allein und ohne Blatt. Wir lassen sie jetzt lieber drauf. Das ist jetzt gut. Und so kann es ein bisschen sauber machen. Da so. Kann man auch, wenn es hart ist. Also jetzt machen wir es halt jetzt. Das ist gut, das ist nur so unrötter. So, jetzt ist es etwa gut für den nächsten Schritt. Das möchte man. Ja, das geht. Das ist gut, so kann sie gut werden. Man sollte auch ein bisschen umsägen. So. Und jetzt. Sie das so beeinflussen, wenn ich es eben will. Es gibt auch eine gewisse Beruhigung da, das Ganze. Jetzt haben sie noch. Ich habe die Dunkelfläche hier. Es ist wie eine Wolke, die man herumschieben kann, oder? So. Ja. So, die Wolke wird jetzt unten behalten. Und ja, jetzt. So. So, jetzt ist sie mal vorerst. Das ist ein schönes Blau, das es gibt. Silitbang oder irgendetwas, das fettlösend ist. Jetzt bewegt sich das. Siehst du das? So, das bewegt. So. Da gibt es jetzt so also Inseln und so. Das ist jetzt alles Zufallsprodukt, also ein bisschen gesteuert natürlich, durch meine Dreiecke hier machen. Aber letztlich ist sehr viel Zufall dabei und das müssen wir dann natürlich am Schluss, wenn wir wieder, wenn das wieder trocken ist, dann müssen wir da den Hintergrund das gestalten. Das ist ein Akt, den ich da gemacht habe. Auch mit der gleichen Technik. Bitte, zuerst habe ich die Figur gemalt, ganz relativ naturalistisch. Und dann habe ich hier den Schleier drüber gezogen, mit Bitumen sozusagen. Und jetzt ist es nicht so plakativ, es ist so geheimnisvoll. So, oh. Wenn wir mal schauen, wenn man auf einem fertigen Gips, auf einem trockenen, malt. Mhm. Weil das ist völlig anders als auf Papier oder auf Leinwand oder auf sonst irgendeinem Material. Weil das sofort aufzieht und trocknet. Das heisst, ich muss grossflächig mit einem Pinsel zuerst das grundieren. Und dann muss ich wissen, mit welcher Farbe. Jetzt muss ich hier eine Farbe haben. Sagen wir mal, ich möchte mal ein Knallrot. Mal etwas. Ja, das hat ein bisschen wenig. Rot, also ganz dünne Farbe. Und dann so grossflächig Velasur. Das ist jetzt ein Kirschrot. Ja. So. Jetzt sieht man schon. Die einzelnen Flecken, die geht man dann fast nicht mehr weg, hier. Aber das macht nichts. Achtung, Kleider. So. Das ist ganz wichtig, dass
die erste Schicht jetzt mal auf dem Gips ist, nachher geht es dann besser zum Malen. So. Gut. So, Messer. Und jetzt werde ich hier eine Struktur drin machen. Jetzt nehme ich eine andere Farbe, die ich will. Zum Beispiel ja, sag mal ein Grün. Nehmen wir mal ein Grün. Da. Das passt nicht schlecht. Und jetzt muss ich hier parat haben. So eins da. Das muss parat sein. Und der Wassersprayer. Der hier. Der muss auch parat sein. So, und jetzt gehe ich hier mit Grün drüber und einfach grob, also es spielt keine Rolle, weil das, was drüber rauskommt, das putze ich jetzt gerade weg. Das ist so. Mehr oder weniger, ein bisschen jetzt noch abgefärbt, weil es halt noch zu nass ist, aber es macht nichts. Das ist jetzt... Das ist jetzt mal eine Ansage. Jetzt muss ich schauen, wie gehe ich jetzt weiter mit dem Bild. Ich könnte jetzt ein paar so Bilder zeigen, wie die aussehen, oder? Da dahinter ist auch noch eins. Das ist auch noch dekorativ. Jetzt muss ich aber die... Oder nur, jetzt das sagt, das andere ist... ist das da. Das finde ich auch noch. So. So, jetzt wollen wir es anstellen. Da. Ist das gut? Ja, sehr beleuchtungsmässig. Das ist jetzt ein fertiges Gips. Das ist jetzt ein Gipsbild, das fertig ist, sogar eingerahmt. Und ja, das ist mit viel mit Kratzen, mit viel Farbe und immer wieder die Schichten. Das ist ein langer Prozess. Aber das ist jetzt eigentlich fertig und einigermaßen gelungen. Und hier haben wir auch noch, das ist ein älteres Bild, das ist sicher 10 Jahre alt, wo man die Kratzgeschichte hier noch gut sieht. Schönes Rot. Das ist, Zement und Papier und Marmormehl und Kaffee. Nescafé. Das ist dann dort, wenn man das so anordnet, wie ich es gemacht habe, gibt es dann so ein Bild. Ja, das ist. Das sind Bilder, die auf Jute sind und Lehm drauf. Und dann mit Acrylfarbe bemalt, zuerst weiß grundiert und dann bemalt. Also die Jute, das ist zuerst, das ist so eine Kiste, oder? Und das Jute braucht eine Samierung, damit der Lehm nicht abbröckelt. So ähnlich wie der Filz beim Gips. Oder? Und dann macht man da den Ton drauf. Und dann lässt man es trocknen und dann springt das. Dann gibt es so Rümpf. Und wo ich wollte, die Rümpfe, je dicker der Ton ist, desto mehr Rümpfe gibt es, also desto tiefer. Und wenn er ganz fein ist, der Ton, dann gibt es ganz kleine Rümpfe. Wie da bei diesem Bild sieht man das auch noch ein bisschen. Also die ganz kleinen Sprünge.
da. Ja, das ist halt, der Ton ist da nicht so dick. Und ich möchte mal einen recht dicken Ton, müssen mal schauen, was das gibt. Mit dem vielleicht. Ja, das ist dann eine weitere Technik. Das ist relativ neu, das mache ich jetzt erst seit einem Jahr. Das ist das Gipsbild. Jetzt werden wir schauen, was da draus geworden ist. Ich habe es dann eingerahmt hier mit der Einrahmungsmaschine. Und das ist jetzt draus geworden. Das ist. Anfangen damit. Da haben wir grün etwas rausgemacht. Das ist dann wieder überdeckt worden. Und dann sind mehrere Schichten drauf gekommen. Und das habe ich dann rausgekratzt am Schluss. Und habe es mit dem Türkisgrün da eingefärbt. Und dann ist es darum gegangen, wie, ja, man überlegt sich den Titel, wie heisst das? Wie heisst das Bild? Oder? Jetzt, wie nennt man so etwas, oder? Ja, ich habe. Es muss irgendeinen Bezug haben zu etwas, oder? Und dann habe ich da ist das für mich so ein bisschen wie Krokodil oder Reptil. Reptilien, so wie sie so ein Viecher sind, oder? Und dann habe ich es genannt, reptilisch. Das Bild. Reptilisch heisst es. Aber so, zum zeigen, was eben aus einem so einem Bild wird, oder? Aus einem so einem Gips. Das ist so ein Produkt. Ja, schön geworden. Schön. Ja, und dann haben wir noch ein zweites Bild gehabt. Das nehme ich jetzt auch gerade. Machen wir jetzt das. Das ist das mit dem Bitum, wo wir so ein bisschen geschwenkt haben und so. Das habe ich auch schon eingerahmt. Und das ist jetzt das Resultat vom zweiten Bild. Da sieht man, halt ganz viele Formen drauf. Und ich habe mir auch einen Titel überlegt. Oder? Und dann habe ich aber habe ich eine Form von einem Vogel gefunden, und zwar hier. So. Siehst du es? Das Auge und da. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt nenne ich das Bild Raubvogel. Das Bild heisst Raubvogel. Nur so etwas Kleines am Rand. Was sich aber ergeben hat, ich habe da noch eine Linie machen und dann. Ja. Und das Bild ist auch noch das vielleicht. Kann man das auch noch mal anschauen? Du hast das schon mal gefilmt, was eine Farbfläche hatte, wie das hier oben. Das ist ähnlich wie das. Jetzt war es noch etwas langweilig. Weil das finde ich gut so, aber das hat mich nicht befriedigt. Und dann habe ich mit Bitumen noch geschafft und dann mit einem weißen Stift noch gewisse Formen ausgezeichnet. Ich bin nicht sicher, ob es schon fertig ist. Bin nicht sicher. Titel habe ich noch keinen für das Bild. Aber vorher keinen. Vielleicht findet sich ein und sonst heisst es halt ohne Titel. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich habe es noch nicht gefunden. Vielleicht finde ich noch eine gewisse Figur drin. Ich muss noch schauen. Also es ist noch nicht ganz fertig, aber es ist jetzt schon ganz etwas anderes, als es vorher war. Und so wandelt sich die Sache. Ich tue die Bilder übermalen. Das gibt es hier und da. Aber meistens sind viel ältere, wo ich dann gerade alles weiß mache. Und dann ja. Jetzt müssen wir anstellen. Die Rahmen so zuschneiden. Kann ich das da so rein. Jetzt zum Beispiel hier. So. Dann muss ich den Abstand messen. Da. Und dann kann ich das verschieben und dann ist es fixiert. Dann kann ich zwei Listen genau für Millimeter gleich schneiden. Und ich mache das jetzt nicht, oder? Weil ich jetzt das nicht verschneiden. Aber so ist das Prinzip. Und dann tut man das zusammen. Mit Klammern und einer Schnur.
zusammenpressen, leimen und dann anmalen und dann am Schluss. Hält am besten mit Filz und Karton. Das ist das Beste, was es gibt. Habe ich herausgefunden. Es gibt verschiedene Unterlagen, auch zum Beispiel Plexiglas habe ich auch schon genommen. Plexiglasbild. Und da gibt es Filzbilder auf Plexiglas, auch mit Holz, das Beste. Alles probiert, anhaltet. Böcklin, Toten, Antikunstmuseum Basel. Und da hat es ein bisschen die Stimmung. Einfach die Stimmung. Aber ich habe es genannt Urlandschaft. Das ist. Das sind Kupfer, Kupferpigment. Und das heisst dementsprechend Kupferiges, heisst das Bild. Kupferiges. Und das heisst Grünspaniges, Tunde. Das ist auch ein Metallpigmentbild. Ja. So, und das da oben ist noch, finde ich noch ein interessantes Bild. Das heisst das Alter. Das Alter. In die